Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Step up. Aha, aha. Hier funktioniert wieder mal nichts. Warum auch immer. Aber jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Wie ihr sehen könnt, habe ich etwas trainiert. So, ich wollte eigentlich gerade noch getauscht haben. Das mit dem. Nein, doch. Und dann dieses hier. Und dann stimmt das auch rechts an der Seite. Und wie man sehen kann, ich weiß nicht, ich könnte natürlich ein bisschen klar machen. Vielleicht passe ich dann auch alle sechs dahin. Eins passt auf jeden Fall noch hin. Zwei wird halt schwieriger. Aber vielleicht kriegen wir das dahin gequetscht. So. Aber wie gesagt, ich habe etwas trainiert. Wir haben ein Glumanda Level 13. Und es ist doch in der Lage, eine Metallklaue zu lernen. Und wie ich festgestellt habe, ist das nicht die vierte Generation, sondern die dritte Generation. Das habe ich daran festgestellt, dass Ratzfratz, nämlich auf Level 13 Hyperzahn gelernt hat. Das macht es nur in der dritten Generation, sonst ist das immer viel später erst. Angriff mit scharfen Reißzähnen. Gegner streckt eventuell zurück. Und hier in der dritten Generation steht auch noch gar nicht, dass die Hälfte einfach. Ich glaube, sonst wird immer die Hälfte einfach. Naja. Gut, gut. Wie gesagt, dann haben wir noch unser Mankey. Ein Taubsee habe ich auch noch gefangen. Ja, ich habe jetzt das Mankey benutzt, das wir zusammen gefangen hatten. Es ist, war ja nicht normal. Wenn man hier mal reinguckt. Pokémon bewegen. Habe ich 1, 2, 3, 4 Mankeys nochmal gefangen und die sind alle von den Werten noch viel schlechter als das Zaghafte, was halt Spezialangriff neutral ist. Diese sind auch alle Spezialangriff, nur der eine hat halt Stärke runter, der eine hat Verteidigung runter, der eine hat Initiative runter. Ja, und ich habe mal einen Habitat gefangen, weil sowieso auch da war. Habe ich aber nicht benutzt. Ich habe auch die anderen beiden nur trainiert. Ich erst noch Mankey fangen wollte und das war gar nicht mehr machbar, weil ich die immer gewonnen hatte mit den anderen beiden Pokémon. Aber wie gesagt, wir werden jetzt diese armen kleinen Mankeys hier einfach freilassen. Sie können sich ein anderes Zuhause suchen. Und dann geht's gleich los. Oh, naja, gut, jetzt haben wir einen Mankey mit drauf. Vielleicht lassen wir das irgendwann mal freilassen. So. Wir werden dann mit voller Tatendrang gleich weitermachen. Indem wir noch einmal gegen Gary kämpfen werden, weil ich habe gehört, er versteckt sich hier. Bei Route 22. Wir könnten auch erst durch den Wald gehen, den Orden holen und dann nochmal wieder zurückkommen. Aber machen es jetzt einfach gleich. Hey Ash, bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Die Wachen werden dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Und genau das werden wir ihm jetzt zeigen. Taubsee wird von Rivale Ash in den Kampf geschickt. Ein Level 9 Taubsee. Wir haben einen Mankey Level 11. Wir werden Fußkick einsetzen. Das ist natürlich nicht effektiv. Sandwirbel setzt es ein. Wir setzen nochmal die Kratzattacke ein. Nochmal die Kratzattacke. Sie wurde besiegt. Mit
haben wir ein Taubsi Level 12, würde ich sagen, ein Mankey Level 12. Und wir gucken uns auch nochmal unser Ratzfratz jetzt in Aktion an. Mit dem Hyperzahn, das finde ich ganz lustig. Ja, schickt dann Schicki in den Kampf. Wir benutzen den Hyperzahn. Das ist eine gute Attacke. Vor allem Rückzug-Hieb hinterher. Und da haben wir auch schon diesen Gary besiegt. Oh nein! So viel Glück wie du kann man nicht haben. Ash gewinnt 144. In der Pokémon-Liga gibt es viele starke Trainer. Ich muss meinen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Du solltest aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen. Ja, ja, Gary, das werden wir dann mal tun. Haben eh alles gefangen, was es hier so gibt. Wir haben trainiert. Wir kommen jetzt auch ganz schnell durch den Wald durch. Wir werden noch ein bisschen Mankey weiter trainieren. Wir werden Mankey auch in unserem Team behalten. Weil alle benutzen Macholo, wir benutzen einfach mal Mankey als Kampf-Pokémon. Ein Flug-Pokémon, weiß ich nicht. Habitak habe ich halt erst später gekriegt und hatte auch nicht so ein tolles Wesen. Nun, jetzt hatte ich ja meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Hm? Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einer Pokédex? Da will ich dir einen Ratschlag geben. Der Pokédex wird mit einer neuen, wird jedem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Doch, ich habe 4. Ich sollte dir wohl besser zeigen, wie man Pokémon fängt. Ein wildes Horny erscheint. Der alte Mann wirft einen Pokéball. Toll, Horn hier wurde gefangen. So, das war doch perfekt. Perfekte Anschauung unserer Richtung, oder? Und hier, nimm dies auch noch. Leerkanal halten. Es packt Leerkanal in den Basis-Team-Tasche. Falls es etwas gibt, das du nicht verstehst, dann schau da rein. Dort erfährst du die Grundlagen über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Ja, ja. Sehr, sehr schön. Welches Spiel habe ich denn gespielt, wo er dann zurückgelaufen ist? Hier rein. Ach ja, Gelb war das. In Gelb? Da war aber unsere Tochter hier. Wenn ich dann, gleich durchgelaufen, aber nichts trainiert. Da ist er zurückgelaufen. Ich weiß nicht, was mit Geld immer so ist. Die Tür der Arena sind verschlossen. Jo. Ich wollte doch gerade außen mit dem Mann reden. Diese Pokémon-Arena ist stets geschlossen. Ich frage mich, wer hier wohl der Arena-Leiter sein mag. Tja, das wüssten wir auch gerne. Wir können auch diesen Pokéball da mitnehmen, das habe ich vergessen. Wir müssen nur einmal rumlaufen. Ash hat einen Trank getrunken. Ash packt den Trank in seine Tasche. Ich bin am überlegen, ob ich ein Pikachu im Team haben will oder auch nicht. Wir können nämlich auch ein Nido King oder Nido Queen benutzen.
Wäre auch ein Kampfpunkt, dann können wir eigentlich Mengi auch noch raustun. Ah, ich weiß auch noch nicht. Ich hätte vor allem gerne ein... ein Raupi und ein Hornleo. Mal zurück. Oh, wir können ja mit ihm reden. Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Ah, ja. Hihi, du gehst in den Vitanienwald? Sei auf der Hut, dort verläuft man sich. Leichter. Hast du schon einen Ratzfatz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig. Ah, ich habe einen Ratzfatz gefangen. So. Was gibt es denn hier in diesem Wald versteckt? Angeblich ist doch hier was. Oder? Was hier? Ja, was? Was haben wir denn hier schön? Es ist ein Hornleo. Ein Hornleo Level 5. Wir werden es fangen. Wieso stirbt nicht ein Kratzer? Es stirbt aber ein Kratzer, weil wir einen Volltreffer machen. Nein. Er scheint ein Pokéball gefunden. Eine Raupi. Level 3 nur. Das trainieren wir so anstrengend. Ich hoffe, wir finden noch ein besseres Raupi. Können wir eh nicht einfangen. Wie soll ich das machen? Ja, das ist zu stark, meine Viecher. Ein Kokuna. Nee, das nehmen wir auch nicht. Das kann ich mir so einen Fußkick benutzen. Okay, das ist nicht effektiv. Dann kann er vielleicht auch einen Hornleo so fangen. Oh Mann, diese Kokunas sind immer sehr schlimm. Aber wir wollen ja ein Raupi, das auch einen Tackle kann. Also wie sollen wir sonst leveln, ne? Ein Raupi wollte ich sagen, ein Hornleo. Das werde ich dann wieder leveln. Ach ja, ich wollte noch was anderes zeigen, das mache ich auch gleich. Vielleicht später noch zum Abschluss oder so. Die Pokémon-Dex-Einträge von den Pokémon, die ich noch gefangen habe. Hier ein bisschen außen rum. Ein bisschen schneller hier vorankommen. Genau, da war der nächste Ball. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du sollst immer genug Pokébälle bei dir haben. Ja, danke schön. Ein Raupi Level 4. Level 4 ist mir auch zu klein. Aber okay, ich fange das Raupi Level 4. Beutel. Pokéball. Oh, wie toll. Wir haben einen Raupi gefangen. Für Raupi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Raupi, Nummer 10. Seine Haut ist grün. Beim Wachsen streift es sie ab und verpuppt sich in einem Seidenkokon. Möchtest du dem Raupi einen Spitznamen geben? Nein. Er hat einen Trank gefunden. Und was haben wir hier als nächstes? Noch ein Raupi. Level 5. Ah, dann fangen wir auch noch dieses Hobby. Wir werden einen Fußkick durchführen. Das ist nicht sehr effektiv. Dann gucken wir uns einfach das bessere Hobby raus. Und wir setzen nochmal Fußkick ein. Oh, es ist immer noch nicht effektiv. Wer hätte das gedacht?
Ich frage mich ja, ob diese Musik euch zusagt. Ich meine, das ist Originalmusik. Finde sie jetzt nicht schlecht. Könnte natürlich auch andere Musik nehmen, dann mache ich die raus, dann gibt es die gar nicht mehr. Müsst ihr mir mal sagen. So, ich versuche nochmal mit einem Pokéball. Er schätzt Pokéball ein. Wir werden uns ein schönes Raubi aussuchen, entweder ist auf Level 4 oder 5. Es kommt auf das Wesen drauf an, würde ich sagen. Nein, wir wollen uns keinen Spitznamen geben. So. Gehen wir mal weiter. Unser erster Pokémon-Kampf. Wir werden einen Raub hier einsetzen oder sowas. Aber egal, wir werden Menki noch auf Level 13 trainieren. Damit alle auf Level 13 sind. Hey, hast du Pokémon? Lass uns kämpfen. Naja, gut, du kleiner. Eine Herausforderung von Käfersammler Baldur. Leo wird von Baldur in den Kampf geschickt. Los, Menki, mach es fertig. Ach, würde nicht funktionieren, aber Kratzer wird funktionieren. Oh, es hat so eine giftige Starre. Es hat uns auch gleich noch vergiftet. Es ist ja traurig. Lass nochmal Kratzer ein. Raupi, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Raupi wird von Kiwasan Baldur in den Kampf geschickt. Und eine Kratzerattacke. Mal schafft er das Raupi noch? Ah. Wollte er wohl gerade noch so schaffen, dann müssen wir nochmal ins Pokémon Center, das arme verletzte Menki wiederbeleben, weil es wieder sterben auf dem Weg zurück. Nicht voran. Hey, Raubi hat es nicht geschafft. Das ist ja die Teenager-Stimme. Mach ich denn ja so. Weiß ich auch nicht. Na, wie viel Leben hat das arme Pokémon noch? Noch 6. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2, noch 1, Maggie wurde besiegt, siehst du? Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Schnell, schnell. Das arme Menki wurde vergiftet. Mr. Joy, könnt ihr beim Pokémon helfen? So, schnell heil es. Was hast du nur mit der Menki gemacht? Es ist ganz erschöpft. Danke, deine Pokémon sind wir topfit. Und noch nicht mal Palette Banner auf. So. Ja, das werden wir tun. Wir könnten eigentlich auch mal noch mal in den Markt gehen. Wir kaufen uns noch mal ein paar Gegengifte. Wir nehmen mal 2 Gegengifte. Und den Rest brauchen wir nochmal Pokebälle. So. Und dann gehen wir doch nochmal zurück. Also wir kommen hier einmal nicht voran. Schalte den PC an. Jemand am PC. Bewege. Bewegen? Ach, man kann gar nicht. Doch, Team-Pokémon. Absetzen. Was haben wir denn hier? Bericht von Raupi. Raupi sagt und kauzig. Wir haben hier ein kauziges und ein sachtes Pokémon. Da muss ich doch gleich mal nachschauen. Ah, es geht ganz schnell. Pokémon-Wesen. Ein kauziges oder ein sachtes.
Kauzig ist Spezialverteidigung, Spezialverteidigung und Sacht ist, ist. Spezialverteidigung, Spezialangriff. Dann nehmen wir das Kauzige, glaube ich. Das Kauzige ist mir da die liebere Wahl. Das heißt, das Level 4er werden wir entlassen. Auf Wiedersehen, du kleines Pokémon. Oh, das hier werden wir nochmal entlassen jetzt. Schießen-Menge. Und dann geht es auch schon gleich weiter. Wir werden nochmal gucken, wie weit wir in den nächsten 9 Minuten kommen. Halbe Stunde ist eigentlich auch ganz schön lang, finde ich. Ah, ich meine, sonst kommt man jetzt so nichts hier. Ja, ja. Falls ihr natürlich weniger nur haben wollt, 20 Minuten oder 15, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich das ändern. So. Wir versuchen jetzt, durch diesen Wald zu kommen. Den Trainer haben wir ja schon besiegt. Den Trainer werden wir jetzt besiegen. Wir werden aber auch ein bisschen schummeln und dieses kleine Bobby nach vorne setzen. Damit es auch ein paar Erfahrungspunkte abkriegt. Das ist nämlich eigentlich sehr gut, weil man Stachelsporen lernen kann. Schlafpuder meine ich, damit kann man Sachen einstäbern. Als ein Madbow, das mag ich. Und wir werden jetzt auch gleich Taubsee benutzen, damit wir das schneller hinkriegen. Windstoß ist eine Flugattacke, die sollte effektiv sein. Ah, und schon haben wir das geschafft, das erste Horneum. Wir wechseln wieder rein mit Raupi. So, was reicht auch schon. Vielleicht Pokémon wieder zu Topsy wechseln. Das machen wir jetzt die ganze Zeit so. Bis Madbo auch. Also, bis Raupi zu einem Smetbo wurde, genau. Bis es halt stärker ist. Angriffsgeschwindigkeit wurde gesenkt. Auch dieses Honio haben wir besiegt. So. Natürlich, das wird aber Ewigkeiten dauern, einfach mit ihm kämpfen. Ja, das mache ich halt auch nicht. Das würde einfach zu lange dauern. Da haben wir gleich eine halbe Stunde voll, so ungefähr. Nochmal Hedner einsetzen und nochmal so Mini-Pfitzel abgezogen werden. So, leider mal ein Windstoß hinterher. Raupi erreicht Level 6. Oh, ich habe ein kampfbereites Pokémon. Oh, ich habe keins mehr. Ne, meinte er wohl. Ja. So, da liegt noch wieder ein Pokéball rum. Ein Gegengift drin. Das ist schön. Hier können wir gleich nochmal kämpfen. Was habe ich nicht gelesen?
Hey, nicht, dass du das, mich deswegen gewinnen lässt, weil ich klein bin und keine Pokémon habe, außer... 2. Ein Raupi setzt der rein, um gegen uns zu kämpfen. Wir haben auch einen Raupi, das ist aber nur Level 6. Werden wir gleich wieder ein Taubsi dagegen einsetzen. So, wir tauschen noch einmal einen Raupi rein. Das ist schon Level 8. Aber auch das wird nichts gegen unser Taubsi ausrichten können. Noch einmal einen Windstoß. Da brauchen wir aber noch einen zweiten. Nee, brauchen wir noch nicht mal. Raubi hat 45 EP-Punkte. Und Taubsi auch. Und dann geht es weiter. Ah, ein paar Meter schauen wir noch. Ich werde auch noch ein Hornlio fangen. Halt für das nächste Mal. Außer, es ist jetzt Level 3, es ist so schwach. Ach komm, wir fangen das Level 3er Ding. Bis es stirbt. Aber ich kann es fangen. So. Haben wir ein Hornio gefangen. Ach, jetzt habe ich den. Möchtest du Hornio einen Spitznamen geben? Nein. Wir kommen nicht voran hier. Immer diese Kämpfe. Raupi brauchen wir nicht mehr. Noch hier hoch. Da ist aber noch ein Käfersammler, gegen den man kämpfen kann. Schaffen wir aber nicht mehr. Deswegen werden wir jetzt nochmal ein Pokédex angucken. Im Wald. So, wir haben ein Hornlio. Es lebt bevorzugt in Wäldern und in hohem Gras. Auf dem Kopf trägt es einen circa 5 cm langen, spitzen, giftigen Stachel. Und dort gibt es diese Pokémons. Wusste ich gar nicht, dass man das so sehen kann. Sehr schön. So, nach Nummer geordnet. Raupi, Hornio und Hatten wir. Taubsi wollten wir uns mal angucken. Es verschmäht den Kampf und verbirgt sich. Daher gerne im hohen Gras, wo es nach Nahrung in Form von kleinen Käfern Ausschau hält. Und da gibt es das überall. Sehr schön. Dann hatten wir noch einen Ratzfratz. Seine Reißzähne sind lang und scharf. Da sie ständig wachsen, nagt es immerzu an etwas herum, um sie abzuwetzen. Und dann hatten wir noch einen Habitak. Es fliegt geschäftig umher. Auch wenn es schwach erscheint, kann es starke Gegner, kann ein starker Gegner sein, der Spiegeltrick einsetzt. So wunderschön. Und mehr haben wir noch nicht gesehen. Doch, Menki. Aber Menki hatten wir auch schon mal gesehen. Leichtfüßig, beschwingt und ungezügelt ist dieses Pokémon. Wenn es wütend ist, verfehlt es eine unkontrollierte Raserei. So. Und an der Stelle sagen wir auch schon wieder, falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.